Ja, herzlich willkommen zu dem Webinar Crashkurs CPO2. Schön, dass du dabei bist. Ich bin Sören und verantwortlich für die Inhalte und die didaktische Konzeption von Jura Online und bin deshalb dazu berufen, hier heute etwas über CPO2, also über die Zwangsvollstreckung, zu erzählen. Es geht also nicht um CPO1 Erkenntnisverfahren, das hatten wir schon in einem anderen Webinar und kommen jetzt also zu CPO2 zur Zwangsvollstreckung. Alles, was ich hier erzähle, kannst du auch nochmal in Form eines Paketes abrufen, indem du eine Mail schreibst an info@jura-online.de. Da kannst du dir ein 10-Tages-Paket freischalten lassen. Das kostet nichts, verlängert sich auch nichts und so weiter. Unter derselben E-Mail-Adresse kannst du auch fragenlos werden zu dem, was ich jetzt gleich erzählen werde. Dann werde ich die Fragen im Nachgang dieses Webinars dann auch beantworten. Gut, legen wir aber einfach mal los. Es geht also um CPO2 und ich springe gleich mal in die Plattform, also zu Jura Online. Das ist übrigens auch das, was du abrufen würdest, wenn du ein Paket anforderst unter info@jura-online.de. Das heißt, legen wir einfach mal in der Sache los und ich rufe hier CPO2 auf und dort die erste Übersicht. Und die erste Übersicht ist tatsächlich eine Übersicht und befasst sich mit der Einzelzwangsvollstreckung. Vielleicht kurz zu den Begrifflichkeiten. Der Gegenbegriff zur Einzelzwangsvollstreckung ist nicht die Gesamtvollstreckung, so hieß das übrigens früher in der DDR, sondern Insolvenzverfahren. Es geht also um den Fall, dass alle auf einmal kommen. Das gehen wir hier nicht durch, ist auch nicht so relevant fürs erste Examen. Das heißt, wir gehen nur durch, dass einer jetzt vollstreckt. Beispiel, ich verklage dich auf Zahlungen von 1.000 Euro. Du wirst verurteilt, an mich 1.000 Euro zu zahlen. Zahlst immer noch nicht. Darf ich jetzt eine tote Katze vor deiner Wohnung platzieren? Antwort nein. Es gilt das staatliche Gewaltmonopol. Ich muss jetzt also zum Beispiel einen Gerichtsvollzieher beauftragen, der meine Forderung zwangsweise vollstreckt, also durchsetzt. Zum Beispiel, indem er deinen Schrank pfändet, ihn versteigert und mich aus dem Erlös befriedigt. Happy End. Gut, gehen wir es aber mal durch. Also wie ist das System? Erstmal kann man immer zwei Fragen stellen, wenn es um die Zwangsvollstreckung geht. Man kann fragen, weswegen vollstreckt wird und außerdem, wohinein. Zunächst mal, weswegen. Es kann vollstreckt werden wegen Geldforderung und es kann vollstreckt werden wegen sonstiger Forderung. Das heißt, in meinem Beispielsfall, wenn ich dich auf Verurteilung oder auf Zahlung von 1.000 Euro verklage und du wirst verurteilt, an mich 1.000 Euro zu zahlen, dann geht es um eine anschließende Vollstreckung wegen Geldforderung. Nämlich um diese 1.000 Euro. Es gibt aber auch sonstige Forderungen, zum Beispiel, wenn ich dich auf Herausgabe eines Hundes verklage und du wirst verurteilt, an mich den Hund herauszugeben, dann geht es ja nicht um eine Geldforderung, sondern um eine sonstige Forderung, nämlich zum Beispiel um eine Herausgabeforderung. Bei der Vollstreckung wegen Geldforderung muss man jetzt unterscheiden, wohinein vollstreckt wird. Es kann vollstreckt werden in das bewegliche Vermögen oder in das unbewegliche Vermögen, also kurz Grundstücke. In das bewegliche Vermögen, da kann vollstreckt werden in körperliche Sachen, in Forderungen oder in sonstige Rechte. Beispiel, das eine Beispiel hatte ich schon genannt. Ich verklage dich auf Zahlungen von 1.000 Euro. Du zahlst nicht, du wirst verurteilt, an mich 1.000 Euro zu zahlen, zahlst immer noch nicht. Und jetzt geht es in die Vollstreckung. Dann kann ich einen Gerichtsvollzieher losschicken, der im Eingangsbereich bei dir einen Schrank entdeckt, den er dann findet, also mit einem Pfandsiegel versieht und dann zwangsversteigern lässt und mich aus dem Erlös befriedigt. Das wäre die Vollstreckung wegen Geldforderung in das unbewegliche Vermögen körperliche Sachen, geregelt in den Paragraphen 808 folgende CPO. Zweite Möglichkeit, nehmen wir mal an, du hast eine offene Forderung gegen einen Kumpel und ich erwirke jetzt wieder ein Urteil gegen dich, du sollst an mich zahlen, zahlst nicht, dann kann ich diese Forderung, die du gegen einen Dritten, also gegen deinen Kumpel hast, pfänden lassen. Das heißt, es ergeht ein sogenannter Pfändungs- und Überweisungsbeschluss nach dem Paragraphen 828 folgende CPO. Das heißt, das Gericht wird diese Forderung auf mich, also erstmal finden und dann auf mich übertragen und dann kann ich zu deinem Kumpel gehen und sagen, kannst gleich an mich zahlen und wenn der an mich gezahlt hat, happy end, dann bin ich befriedigt, obwohl du nicht gezahlt hast. Dann gibt es noch die sonstigen Rechte, das läuft dann genauso wie bei Forderung, ein bisschen problematisch ist das bei dem Anwaltschaftsrecht, das werden wir nochmal gesondert aufgreifen. Dann Vollstreckung wegen Geldforderung in das unbewegliche Vermögen, Beispiel, ich habe eine Forderung in Höhe von 1.000 Euro gegen dich, erwirke ein Urteil, du zahlst immer noch nicht, er möchte jetzt in die Vollstreckung gehen, dann kann das so passieren, dass ich dein Grundstück zwangsversteigern lasse und dann zumindest anteilig aus diesem Erlös befriedigt werde.
Paragraph 864 folgende ZPO regelt also die Vollstreckung wegen Geldforderungen in das unbewegliche Vermögen. Und Paragraph 869 ZPO verweist auch noch auf das ZVG, auf das Zwangsversteigerungsgesetz. Dort sind dann die Einzelheiten geregelt, wie das dann so läuft mit der Vollstreckung in das Grundstück. Gut. Nächstes Beispiel. Du klaust meinen Schönfelder. Was möchte ich haben? Den Schönfelder, Paragraph 985 BGB unter anderem. Du gibst ihn mir nicht freiwillig heraus. Ich verklage dich auf Herausgabe und du gibst ihn mir immer noch nicht heraus. Wie geht es jetzt weiter? Das regeln die Paragraphen 883 folgende ZPO. Das heißt, ich kann einen Gerichtsvollzieher beauftragen, dass er losläuft, bei dir an der Tür klingelt, deine Wohnung betritt, den Schönfelder entdeckt, ihn sich schnappt, gegen deine Angriffe abwehrt und mir gibt. Dann gibt es noch die Vollstreckung wegen Handeln, Dulden oder Unterlassen. Konkretes Beispiel. Du wirfst zerknüllte Schönfelder-Seiten, die du aussortiert hast aus deinem Schönfelder, von deinem Garten aus in meinen Garten. Ich stehe an der Hecke, fuchtel und sage, lass das sein. Du machst aber lächelnd weiter. Jetzt verklage ich dich auf Unterlassen dieser Aktivitäten. Materiellrechtlich wäre das ein Anspruch aus § 1004 BGB. Du wirst auch verurteilt, es zu unterlassen, machst aber weiter und verhöhnst mich. Ja, wie geht es jetzt weiter? Die Paragraphen 887 folgende ZPO befassen sich mit der Vollstreckung wegen Urteile, die auf Handeln, Dulden, Unterlassen gerichtet sind. Hier ging es ja um ein Unterlassen. Und in Paragraph 887 folgende steht, dass ich zum Gericht gehen kann, petzen kann, dass du immer noch zerknüllte Schönfelderseiten in meinen Garten wirst. Und das Gericht kann es kaum glauben und kann ein Ordnungsgeld verhängen, ersatzweise zwangshaft, bis zu 2 Jahren. Das heißt, insofern wäre das die Vollstreckung wegen Geldforderung, wegen sonstiger Forderung, Gericht auf Handeln lassen. Dann kannst du also schlimmstenfalls im Gefängnis sitzen und darüber nachdenken, ob du weiter zerknüllte Schönfelderseiten in meinen Garten werfen möchtest. Oder ob du für jeden Fall der Zivilhandlung 250.000 Euro zahlen möchtest oder sowas ähnliches. Gut, letztes Beispiel. Ich übereigne dir mein Grundstück und du wirst auch im Grundbuch eingetragen. Nun stellt sich heraus, dass ich aber unerkannt geisteskrank war bei der Übereignung. Dann bin ich eigentlich Eigentümer geblieben und du stehst zu Unrecht im Grundbuch. Was kann ich wollen? Ich kann nach § 894 BGB erstmal wollen, dass du zustimmst zur Grundbuchberichtigung. Was ich nicht verlangen kann, ich kann nicht verlangen, dass du das Grundbuch berichtigst. Das heißt, 894 BGB regelt deinen Anspruch auf Zustimmung zur Grundbuchberichtigung, nicht zur Grundbuchberichtigung. Das wirkt sich jetzt auch zwangsvollstreckungsrechtlich aus. Das heißt, ich kann nicht verlangen, dass du zum Grundbuchamt läufst, die Grundbuchbeamten zur Seite schubst und das Grundbuch berichtigst. Nein, ich kann verlangen, dass du die Zustimmungserklärung abgibst, die erforderlich ist, damit das Grundbuchamt dich austragen darf. Denn nach § 29 Grundbuchordnung, also 19/20/29, Grundbuchordnung ist die Zustimmung des Voreingetragenen erforderlich und § 894 BGB vermittelt mir eben diesen materiellrechtlichen Anspruch. Aber wenn du diese Erklärung nicht abgibst, also ein Stück Tesafilm nimmst, deinen Mund zuklebst und sagst, aus diesem Mund oder darauf zeigst und zu erkennen gibst durch Gesten, dass aus diesem Mund niemals ein Ja kommen wird, dann kann ich dich ja nicht irgendwie malträtieren. Das heißt, § 894 ZPO, zufälligerweise auch 894, also 894 BGB und 894 ZPO. 894 ZPO regelt jetzt, dass mit Rechtskraft dieser Entscheidung, in der du verurteilt wirst, diese Zustimmungserklärung abzugeben, dass mit Rechtskraft dieser Entscheidung diese Zustimmungserklärung fingiert wird. Man kann sich also nicht auf den Kopf stellen und schütteln, bis da ein Ja rauskommt. Aber immerhin, mit der Rechtskraft des Urteils wird das Ja fingiert. Gut, das ist das System der Zwangsvollstreckung. Das heißt, es sind relativ viele Vorschriften. Aber wenn du das System nachvollzogen hast, dann kannst du dich relativ schnell orientieren und die richtigen Paragraphen finden. Auch das Inhaltsverzeichnis bildet diese Struktur relativ gut ab. Das heißt, wenn du dich da orientieren möchtest, dann findest du es eigentlich relativ gut. Gut, nächste Übersicht ist jetzt die Rechtmäßigkeit einer einzelnen Zwangsvollstreckungsmaßnahme. Das heißt, wenn ich den Gerichtsvollzieher losschicke, dann muss der ja natürlich rechtmäßig handeln. Und wenn wir uns mal die Voraussetzungen angucken, dann läuft der Gerichtsvollzieher nicht von selbst los und sagt, Mensch, was passiert hier mit Sören, da braucht er sein Geld, sondern ich muss einen Antrag beim Gerichtsvollzieher stellen. Im Gericht steht Auftrag, oder im Gesetz steht Auftrag 753, 754 ZPO. Deshalb könnte man auf die Idee kommen, dass die Rechtsbeziehung zwischen mir und dem Gerichtsvollzieher privatrechtlicher Natur ist. Durchgesetzt hat sich hier aber die öffentlich-rechtliche Theorie. Das heißt also, Auftrag ist im Sinne von Antrag zu verstehen. Und der Gerichtsvollzieher wird also hoheitlich tätig für mich. Nächste Voraussetzung dafür, dass die konkrete Zwangsvollstreckungsmaßnahme rechtmäßig ist, ist, dass der Gerichtsvollzieher oder wer auch immer
zuständig ist für die Vollstreckungsmaßnahme, für die Vollstreckung wegen Geldforderung in körperliche Sachen. Das war die Sache, der Gerichtsvollzieher klingelt bei dir und sieht den Schrank und findet ihn. Da ist der Gerichtsvollzieher nach § 88 ZPO zuständig. Und bei der Vollstreckung auf Herausgabe von Sachen ist ebenfalls der Gerichtsvollzieher zuständig, 83 ZPO. Das war der Fall, du klaust meinen Schönfelder und ich schicke den Gerichtsvollzieher vorbei, der den dann aus seiner Wohnung holt. In anderen Fällen sind andere Vollstreckungsorgane zuständig. Zum Beispiel, wenn es um die Vollstreckung wegen Geldforderung in Forderung geht, dann ist das Amtsgericht als Vollstreckungsgericht zuständig. Das heißt, ich habe eine Forderung gegen dich, du wirst auch verurteilt. Du deinerseits hast eine Forderung gegen einen Dritten, dann muss ich zum Amtsgericht laufen, nicht zum Gerichtsvollzieher. Das Amtsgericht findet dann diese Forderung. Das ist nichts für den Gerichtsvollzieher, weil da so ein bisschen mehr sozusagen Rechtsprüfung erforderlich ist. In bestimmten Fällen ist auch das Prozessgericht zuständig. Das war der Fall, wo du zerknüllte Schönfelderseiten in meinen Garten wirst und ich zurücklaufe zum Gericht und petze, dass du immer noch das tust, nachdem du ursprünglich auf Unterlassen verurteilt wurdest. Das heißt, das Gericht, das dich bereits verurteilt hat, ist zu unterlassen, kann jetzt auch anordnen, dass du für jeden Fall der Zuwiderhandlung 250.000 Euro zahlen musst oder ersatzweise ins Kittchen kommst. Gut, und bei bestimmten Arten der Grundbuch, der Vollstreckung in Grundstücke ist auch das Grundbuchamt zuständig nach der Grundbuchordnung. Dann weitere Rechtmäßigkeitsvoraussetzungen sind hier die allgemeinen Vollstreckungsvoraussetzungen, das heißt Titel, Klausel, Zustellung. Das heißt, nur mit einem Titel darf es in die Vollstreckung gehen. Das heißt, Titel normalerweise ein Urteil. Das heißt, wenn ich eine Forderung gegen dich in Höhe von 1.000 Euro habe, darf ich nicht gleich in die Vollstreckung gehen, sondern muss dich erstmal verklagen auf Zahlung von 1.000 Euro. Du musst verurteilt werden, an mich 1.000 Euro zu zahlen und dann erst kann es losgehen mit der Zwangsvollstreckung. Das heißt, normalerweise brauche ich ein Urteil. Gibt aber noch andere Titel, also sonstige Titel, § 794 ZPO. Zum Beispiel, wenn wir einen Vergleich schließen, einen Prozessvergleich, dann ist auch das ein Titel. Oder wenn du dich von vornherein in notarieller Urkunde der sofortigen Vollstreckung unterworfen hast, dann reicht auch das als Grundlage für die Vollstreckung aus. Gut, dann Klausel, Paragraphen 724, 725 ZPO, das heißt, auf dem Urteil muss stehen, zum Zwecke der Vollstreckung ausgefertigt. Das heißt, du kannst nicht aus dem Gerichtssaal rauslaufen und hast gewonnen, dann geht es in die Vollstreckung. Nein, du musst dir erstmal das Urteil ausfertigen lassen mit eben dieser Klausel drauf. Und das musst du dann auch noch zustellen lassen. Das reicht aber aus, wenn das zeitgleich passiert, also wenn der Gerichtsvollzieher vorbeigeht und sagt, hier bin ich, und dann den Titel in die Hand drückt, dann reicht das auch aus nach § 57 ZPO. Gut, dann gegebenenfalls im ersten Examen allerdings nicht ganz interessant, gibt es noch die besonderen Vollstreckungsvoraussetzungen. Das heißt, wenn zum Beispiel du verurteilt wirst, an mich 1.000 Euro zu zahlen, Zug um Zug gegen Rückerstattung des PKW oder sowas ähnliches. Das heißt, dann darf ich nicht die 1.000 Euro bei dir vollstrecken, ohne selbst meinerseits die Zug um Zug geschuldete Gegenleistung zeitgleich zu erbringen. Das heißt, wenn ich den Gerichtsvollzieher vorbeischicke, dann muss er dir das Auto vor die Tür stellen und sagen, so, hier ist das Auto, jetzt Geld hier. Zum Beispiel, das wäre 756 ZPO. Das sind so ein paar Sonderfälle. Da kann es nicht schaden, dass du mal gehört hast, dass es das gibt. Aber da musst du jetzt nichts weiter können. Dann nochmal die Vollstreckungshindernisse. Auch die sind regelmäßig nicht anzusprechen. Aber nehmen wir mal folgendes Beispiel. Ich habe eine Forderung in Höhe von 1.000 Euro gegen dich, du zahlst nicht, ich erwirke ein Urteil, schick den Gerichtsvollzieher vorbei, weil du immer noch nicht gezahlt hast und jetzt sagst du zum Gerichtsvollzieher, wieso, ich habe doch schon längst gezahlt. Die Frage ist, muss der Gerichtsvollzieher jetzt ablassen oder darf er weitermachen? Und § 775 ZPO regelt Fälle, in denen der Gerichtsvollzieher jetzt nicht weitermachen darf, weil es ein Hindernis ist. Und das wäre zum Beispiel der Fall nach Nummer 4 und Nummer 5, wenn du einen Nachweis erbringst, das zwischenzeitlich erfüllt worden ist. Die bloße Verbalbehauptung, wieso, ich habe doch gefüllt, reicht nicht aus, denn wenn sich das in Vollstreckungsschuldnerkreisen herumsprechen würde, dann würde ja jeder Vollstreckungsschuldner sagen, wieso, habe ich doch gezahlt, und dann muss der Gerichtsvollzieher erstmal weggehen. Aber wenn du einen Kontoauszug zum Beispiel hast und den vorlegen kannst, dann würde das reichen dafür, dass der Gerichtsvollzieher sagt, dann hat er ja wohl gezahlt, das zumindest alles spricht dafür, und wird dann ablassen. Und wenn er trotzdem weitermacht, dann ist das rechtswidrig. Gut. Letzter Punkt ist die ordnungsgemäße Durchführung. Das richtet sich jetzt nach dem jeweiligen Vollstreckungsverfahren. Das heißt, hier sind unterschiedliche Anforderungen zu prüfen, je nachdem, ob wegen Geldforderungen in körperliche Sachen vollstreckt wird oder ob zum Beispiel in das unbewegliche Vermögen, also in Grundstücke, vollstreckt wird. Das gehen wir jetzt für die wichtigsten Bereiche durch, also insbesondere für die Vollstreckung wegen Geldforderungen in körperliche Sachen. Das heißt, wir tauchen jetzt noch weiter ein.
Nochmal, wo sind wir jetzt genau? Ich hole nochmal hier die Grundübersicht raus. Wir gehen jetzt konkret diesen Fall durch, also Vollstreckung wegen Geldforderung in das bewegliche Vermögen, körperliche Sachen. Das ist auch mit Abstand der häufigste Fall in der Klausur. Das ziehen wir hier also auch deshalb vor. Das heißt also, gehen wir es mal durch. Für die ordnungsgemäße Durchführung der Vollstreckung wegen Geldforderung und körperliche Sachen brauchen wir drei Dinge. Körperliche Sache, Gewahrsam und keine Unfindbarkeit. Beginnen wir mit der körperlichen Sache. Das ist normalerweise jetzt nicht fraglich, ob ein Auto eine körperliche Sache ist oder ähnliches. Trotzdem gibt es hier ein Problem, nämlich bei Zubehörstücken im Haftungsverband der Hypothek. Beispiel: Du hast ein landwirtschaftliches Grundstück und darauf steht ein Traktor. Und dann stellt sich die Frage, darf ich wegen einer Geldforderung in diesen Traktor vollstrecken oder gehört er gewissermaßen zum landwirtschaftlichen Grundstück und darf da nicht rausgepflückt werden und gehört eigentlich zur unbeweglichen Sache dazu? Das werden wir nochmal im Rahmen eines gesonderten Exkurses dann aufgreifen. Nächster Punkt, der Vollstreckungsschuldner muss im Gewahrsam der Sache sein, also er muss die Sache haben, mit anderen Worten. Und Gewahrsam ist nicht Eigentum, es ist völlig egal, ob der Vollstreckungsschuldner Eigentümer der Sache ist. Das heißt, wenn ich den Gerichtsvollzieher losschicke und er vollstreckt in ein Fahrrad, das du deinerseits vom Kumpel geliehen hast, dann ist dem Gerichtsvollzieher das egal. Und selbst wenn du da rumturnst und fuchtelst und sagst, wieso, das gehört doch nicht mir, das habe ich vom Kumpel geliehen, dann wird der Gerichtsvollzieher dich nicht hören. Das ist ihm nämlich egal und muss ihm auch egal sein, denn wenn es auf die Eigentumslage ankäme und der Gerichtsvollzieher das prüfen müsste, dann gäbe es keine Zwangsvollstreckung mehr. Dann würde ja jeder Vollstreckungsschuldner der Welt sagen, gehört meiner Oma, und dann muss der Gerichtsvollzieher gehen. Oder zumindest lange Ermittlungen anstellen, ob es tatsächlich der Oma gehört. Das heißt also, die Eigentumslage ist nicht erheblich an dieser Stelle zumindest. Ist also keine Voraussetzung dafür, dass in rechtmäßiger Weise in körperliche Sachen vollstreckt wird. Das heißt, ausreichend, aber erforderlich ist, dass der Schuldner Gewahrsam hat. Und zwar allein Gewahrsam. Und das ist bei Eheleuten kritisch, denn wenn du zum Beispiel verheiratet bist und ich erwirke die Zwangsvollstreckung durch ein Gerichtsvollzieher bei dir und will eine Couch vollstrecken, dann kommt dein Ehepartner vorbei und sagt, die nutze ich aber auch regelmäßig. Das heißt, dann müsste der Gerichtsvollzieher jetzt normalerweise ablassen, weil nicht gewährleistet ist, dass ein Alleingewahrsam des Vollstreckungsschuldners vorliegt. Nur § 739 ZPO enthält eine Alleingewahrsamsvermutung bei Ehegatten. Das bedeutet, dass im Zweifel davon auszugehen, dass der Vollstreckungsschuldner Alleingewahrsam hat und deshalb auch vollstreckt werden darf. Diese Norm dient dazu, dass bei Eheleuten überhaupt vollstreckt werden kann, denn ansonsten gäbe es praktisch keine Vollstreckung bei Eheleuten. Es war vielleicht im Hinblick auf Artikel 6 Grundgesetz Schutz von Ehefamilie kritisch, aber umgekehrt vielleicht auch nicht, weil ansonsten niemand Bock hätte, mit Ehegatten Verträge zu schließen, weil in der Folge eine Vollstreckung nicht möglich wäre. Gut. Ausreichend ist aber auch, wenn man einen herausgabebereiten Dritten hat. Das heißt, wenn ich zum Beispiel ein Urteil gegen dich erwirke und den Gerichtsvollzieher vorbeischicke und der findet bei dir nichts und du hast deinen Fernseher an den Nachbarn verliehen und der Gerichtsvollzieher will gerade von dann ziehen, da schiebt der Nachbar diesen wertvollen Fernseher in die Laufbahn des Gerichtsvollziehers und sagt Kuckuck. Frage ist, darf jetzt der Gerichtsvollzieher einen Kuckuck draufkleben, also den Fernseher fänden? Antwort ja, denn wir haben es mit einem herausgabebereiten Dritten zu tun. § 809 ZPO sagt, dass das auch ausreicht. Gut, letzter Punkt ist die Unfändbarkeit. Das heißt, wenn eine Sache unfändbar ist, dann darf sie vom Gerichtsvollzieher nicht gefändet und verwertet werden. 811 ZPO, das heißt, darf man das letzte Hemd fänden? Antwort nein. § 811 Absatz 1 Nummer 1 ZPO sieht vor, dass solche Gegenstände belassen werden müssen, die für eine bescheidene Lebensführung erforderlich sind. Dazu zählt wohl mindestens auch ein Hemd. Einzelheiten ergeben sich dann aus 811 ZPO, was da alles nicht zum Gegenstand der Vollstreckung gemacht werden darf. Gut. Kümmern wir uns nochmal um das Problem Zubehörstücke im Haftungsverband der Hypothek. Das heißt, nehmen wir ruhig mal wieder den Fall, du hast ein landwirtschaftlich genutztes Grundstück, darauf befindet sich ein Traktor. Ich habe gegen dich eine Forderung, du zahlst nicht, ich erwirke ein Urteil und schicke jetzt den Gerichtsvollzieher los. Frage, darf der Gerichtsvollzieher diesen Traktor rauspflücken und versteigern und mich aus dem Erlös befriedigen? Oder gibt es da irgendwie Probleme? Wenn wir das mal durchgehen, zunächst mal, ich habe den Gerichtsvollzieher beauftragt, der ist auch zuständig für die Vollstreckung wegen Geldforderung und körperliche Sachen. Ich habe einen Titel, Klausel und Zustellung, das soll mal alles gegeben sein. Kommen wir zu dem Punkt ordnungsgemäße Durchführung. Da müsste der Traktor eine körperliche Sache sein, § 90 BGB. Vordergründig ist das der Fall, aber möglicherweise gehört der Traktor zum landwirtschaftlichen Grundstück und darf nicht zum Gegenstand einer selbstständigen Vollstreckung wegen Geldforderung in körperliche Sachen gemacht werden. Diesen Fall regelt § 8
65 ZPO, der sagt also, wenn Zubehörstücke zum Haftungsverband einer Hypothek gehören würden, wenn eine Hypothek bestellt würde, dann ist das eine Wertung, die so zugrunde zu liegen ist, auch für die Frage, ob man Dinge rauspflücken darf. Hintergrund ist folgender: Es geht um den Schutz der deutschen Volkswirtschaft. Man könnte nämlich mit ein paar gezielten Handgriffen ein paar Mauersteine rauspflücken, ein paar andere Dinge, Einbauküche, Traktor und so weiter. Und dann würde man also einen Wert von mehreren hunderttausend mit ein paar gezielten Handgriffen eben dezimieren können. Und da es relativ häufig vorkommt, dass vollstreckt wird, würden also Milliardenwerte vernichtet, einfach dadurch, dass man Dinge, die zusammengehören, auseinanderpflückt. Außerdem geht es um den Schutz etwaiger Sicherungsnehmer. Das heißt, wenn jemand eine Hypothek an dem Grundstück hat, also dem S selbst einen Millionenkredit gegeben hat und sich dafür eine Hypothek hat einräumen lassen, dann wird er natürlich anfangen zu weinen, wenn er sieht, dass jemand dieses Grundstück, an dem er eine Hypothek hat und das sozusagen als Sicherheit dient, jetzt Einzelgegenstände entfernt, die dazu führen, dass die Sicherheit mit ein paar gezielten Handgriffen nur noch die Hälfte wert ist und die Millionenforderung nicht mehr hinreichend absichert. Das heißt also insofern will § 865 ZPO die deutsche Volkswirtschaft und etwaige Sicherungsnehmer, die zum Beispiel eine Hypothek an dem Grundstück haben. Im Einzelnen muss also Zubehör vorliegen. § 97 BGB definiert, was Zubehör ist. Das sind Sachen, die in einer räumlichen Beziehung zur Hauptsache stehen und der Hauptsache zu dienen bestimmt sind und nach der Verkehrsanschauung auch dazugehören. Das wird man beim Traktor auf dem landwirtschaftlichen Grundstück ohne weiteres bejahen können. Und Haftungsverband der Hypothek, also nochmal, es muss keine Hypothek bestehen, sondern es ist nur eine Wertung, die hier übernommen wird, was sozusagen nach deutschem Rechtsverständnis zusammengehört. Und das ist das, was also zum Grundstück und gehört und von der Hypothek mit erfasst wären. Und Einzelheiten ergeben sich aus § 1120, also welche Sachen da mit erfasst wären und welche wieder rausrutschen, zum Beispiel, wenn sie veräußert und entfernt werden. 1121 BGB muss man im Einzelfall dann nachlesen. Gut. Das heißt, in meinem Beispielsfall, wenn der Traktor dir gehört, dann und auch nicht entfernt wurde, dann wäre dieser Traktor von einer Hypothek mit erfasst, also würde zum Haftungsverband einer Hypothek gehören und darf deshalb von mir auch nicht zum Gegenstand einer Vollstreckung wegen Geldforderung in körperliche Sachen gemacht werden. Was hätte passieren müssen stattdessen? Ja, ich hätte, wenn es mir unbedingt auf den Traktor ankommt, in das Grundstück vollstrecken müssen, 864 folgenden ZPO, und dann würde der Traktor hinterhergeworfen, mitgehangen, mitgefangen. Also es gibt keine Möglichkeit, den Traktor isoliert herauszuvollstrecken. Gut, dann schnappen wir uns nochmal ein weiteres Problem. Hier im Zusammenhang mit der Vollstreckung. Nehmen wir also mal folgendes Beispiel. Es geht also um einen Fall zu dem Problem Entstehung eines Pfändungspfandrechts. Der E leiht dem A, der E leiht dem S ein Auto. Und der G, der eine Forderung gegen S hat, erwirkt ein Urteil und lässt dann bei S vollstrecken, schickt also den Gerichtsvollzieher vorbei wegen Geldforderung und körperliche Sachen. Der schnappt sich das Auto des E. Wir wissen, es kommt nicht auf die Eigentumslage, sondern auf die Gewahrsamslage an und S hat das Auto. Und versteigert es an den X. Da ist jetzt das Auto. Und das Geld, das er von X bekommt, gibt der Gerichtsvollzieher an G. Jetzt erfährt der E, was da passiert ist. Und die Frage lautet, welche Ansprüche hat E gegen X bzw. gegen G? Also gegen X ist schnell erzählt. Der X hat ja im Wege der Versteigerung den Zuschlag erhalten und dann erwirbt er Kraftzuschlags, also Krafthoheitsakt 817 ZPO, das Eigentum an dem Auto. Das Auto ist also futsch, Pech gehabt für E. Aber die Frage ist, kann er dann wenigstens den an G ausgekehrten Erlös noch abschöpfen? Vertraglich nein, quasi vertraglich nein, dinglich auch nicht, deliktisch gibt es da nichts. Wir landen also im Bereichungsrecht und da E nicht an G geleistet hat, auch keine Leistungskondition. Wir landen ganz am Ende der Nahrungskette, also Prüfungsreihenfolge der Anspruchsgrundlagen, beim Anspruch aus § 812 Absatz 1 Satz 1 zweiter Fall BGB, die Nichtleistungskondition. Wenn wir das mal schulmäßig durchgehen, dann hat der G natürlich etwas erlangt, nämlich Besitz und Eigentum an den Geldscheinen, in sonstiger Weise, nicht durch Leistung. Und hier hat niemand zum Zwecke der Erfüllung einer Verbindlichkeit an G den Betrag ausgegeben. Auch der Gerichtsvollzieher unterhielt keine vertragliche Beziehung, die ihn dazu verpflichtete, sagen, als Erfüllung diesen Betrag auszukehren. Das heißt, weder X noch E noch S haben irgendwie an G geleistet im Sinne des Bereichungsrechts. Das heißt, in sonstiger Weise wurde einfach nur der Betrag ausgekehrt als Produkt der erfolgreichen Versteigerung. Ohne Rechtsgrund. Und die Frage ist, darf G das Geld behalten? Das hängt maßgeblich davon ab, ob er seinerzeit, als er bei S vollstreckte, ganz am Anfang,
ein Pfändungspfandrecht erworben hat, an dem sich sozusagen der Erlös fortsetzt. Dieser Gedanke der Surrogation steht im § 1247 Satz 2 WGB übrigens. Das heißt, nur dann, wenn der G seinerzeit bei der Vollstreckung ein Pfändungspfandrecht erworben hat, dann gebührt ihm sozusagen der ausgekehrte Erlös. Das wäre dann der Rechtsgrund. Und die Frage ist, wann und unter welchen Voraussetzungen entsteht ein solches Pfändungspfandrecht, das dann den Rechtsgrund bilden könnte für das Behalten dürfen des Geldes. Und da gibt es drei Theorien. Eine andere Ansicht, das ist die rein privatrechtliche Theorie. Die macht das davon abhängig, dass die Voraussetzungen eines rechtsgeschäftlich bestellten Pfandrechts vorlegen. Und das Pfandrecht nach 1204 folgende BGB setzt ja erstmal, weil es ein accessorisches Sicherungsrecht ist, das Bestehen der Forderung voraus. Also müsste die Forderung, wegen derer vollstreckt wurde, auch tatsächlich bestehen, wenn man das hier mal ummünzt in die Situation des Pfändungspfandrechts. Und weil das ein dingliches Recht ist, das Pfandrecht nach 1204 folgende, muss auch derjenige, der ein Pfandrecht bestellt, Eigentümer sein, also berechtigt sein. Und das heißt hier bei der Vollstreckung und der Entstehung eines Pfändungspfandrechts muss also der S, der Vollstreckungsschuldner, Eigentümer des Gegenstands sein, in den der G vollstreckt. Das heißt, die rein privatrechtliche Theorie käme bei der Vollstreckung einer schuldnerfremde Sache dazu, dass kein Pfändungspfandrecht erworben würde, weil eben kein Eigentum des Vollstreckungsschuldners vorliegt. Bei Versteigerung, wenn also dennoch eine Versteigerung stattfindet, so wie hier, sagt die rein privatrechtliche Theorie, hängt der Eigentumserwerb des X, übrigens, das spielt jetzt aber keine Rolle für G, aber machen wir trotzdem nochmal ganz kurz, von X davon ab, ob er gutgläubig ist, 1244 BGB. Nun war der Fall aber so gestrickt, dass es keine Anhaltspunkte für eine Bösgläubigkeit gab. Und deshalb erwürbe der X tatsächlich auch, wie schon ganz am Anfang gesagt, das Eigentum auch auf Basis der rein privatrechtlichen Theorie, die sozusagen eine Aussage für diesen Vorgang ist, den Vorgang hat der Versteigerung an X, wie auch eine Aussage trifft über die Frage des Pfändungspfandrechts des G. Das heißt, eine Frage ist, ob der Vollstreckungsgläubiger ein Pfändungspfandrecht erwirbt. Eine ganz andere Frage ist, ob der Ersteigerer das Eigentum erwirbt. Wir sind jetzt aber eigentlich bei der Frage, ob der Vollstreckungsgläubiger ein Pfändungspfandrecht erwirbt und konzentrieren uns auch da mal darauf und beantworten die Frage nach der rein Privatrechtstheorie. Nein, das heißt, der G hätte kein Pfändungspfandrecht erworben, dann dürfte aber auch das Geld nicht behalten und E kann Hab sagen bei G und sagen, gib mir das Geld. 812 Absatz 1 Satz 1, zweiter Fall, sofern die weiteren Voraussetzungen vorliegen, plus. Dann gibt es die rein öffentlich-rechtliche Theorie, die den ganzen Vorgang, also alles von der Pfändung bis zur Versteigerung öffentlich-rechtlich betrachtet. Und im öffentlichen Recht wissen wir zum Beispiel bei Verwaltungsakten, kommt es nach § 44 Verwaltungsverfahrensgesetz nur darauf an, für die Rechtmäßigkeit, also die Wirksamkeit, dass keine schwerwiegenden und offensichtlichen Fehler vorliegen. Das heißt, ein Verwaltungsakt, der nur an einem normalsterblichen Fehler leidet, der ist normalerweise nur rechtswidrig, aber wirksam. Dieselben Grundsätze sollen nach der rein öffentlich-rechtlichen Theorie auch für den Vollstreckungsvorgang gelten. Das heißt, wenn die wesentlichen, die wichtigsten Vollstreckungsvoraussetzungen beachtet worden sind, dann ist die Vollstreckung, wenn auch rechtswidrig, so zumindest aber wirksam. Das heißt, sollten kleinere Fehler passieren, würde das an der Wirksamkeit nichts ändern. Das heißt, wenn zum Beispiel ein Titel fehlt, dann wäre das natürlich krass. Dann käme man auch auf Basis der öffentlich-rechtlichen Theorie, dass kein Pfändungspfandrecht entstanden ist. Das heißt, bei Vollstreckung in schuldnerfremde Sachen erwirbt der Vollstreckungsgläubiger ein Pfändungspfandrecht und zwar unabhängig von Gutgläubigkeit oder Bösgläubigkeit, erwirbt es einfach mit Beachtung der wesentlichen Vollstreckungsvoraussetzungen. Vorsorglich auch noch der Hinweis, bei der Versteigerung einer schuldnerfremden Sache erwürbe der Ersteigerer Eigentumserwerb und ebenfalls unabhängig von Gut- oder Bösgläubigkeit, weil es ja ein öffentlich-rechtlicher Vorgang ist, also kein rechtsgeschäftlicher Vorgang, kein privatrechtlicher Vorgang und da gibt es also nicht die Kategorien Gut- und Bösgläubigkeit. Gut. Herrschend ist die gemischt privatrechtlich-öffentlich-rechtliche Theorie und nimmt das Beste aus beiden Theorien, nämlich jeweils alles, und sagt, dass ein Pfändungspfandrecht nur dann entsteht, bei schuldnerfremden Sachen, also wenn eine Sache vollstreckt wird, die nicht dem Schuldner gehört, wenn erstens die Forderung besteht und zweitens der vollstreckende Schuldner Eigentümer ist und zweitens außerdem noch die wesentlichen Vollstreckungsvoraussetzungen beachtet worden sind. Und das hieße für unseren Beispielsfall im Ergebnis nein. Denn der S war ja gar nicht Eigentümer. Das heißt, das wirkt sich dann auch bei der gemischt privatrechtlich-öffentlichen Theorie dergestalt aus, dass der G kein Pfändungspfandrecht erworben hat, keinen Rechtsgrund hat und E Habs sagen kann und 812 Absatz 1 Satz 1 zweiter Fall durchgingen. Das heißt, allein die öffentlich-rechtliche Theorie müsste eigentlich dazu kommen, dass der G ein Pfändungspfandrecht erworben hat, weil es keine Anhaltspunkte dafür gibt, dass wesentliche Vollstreckungsvoraussetzungen missachtet wurden. Aber die rein öffentlich-rechtliche Theorie
die eigentlich sagen müsste, nee, ist nicht, die ist inkonsequent. Die sagt, doch, also ist doch kein Rechtsgrund, beziehungsweise anders formuliert, er hat doch kein Pfändungspfandrecht erworben. Wenn man jetzt fragt, ja, warum denn nicht, liebe öffentlich-rechtliche Theorie, ja, dann können die keine Antwort geben. Das heißt, diese Theorie ist widersprüchlich und das ist zugleich auch das Argument für die Herrschmeinung. Sie vermeidet die Inkonsequenzen der anderen Auffassung, weil sie auf Basis ihrer eigenen Annahmen nicht zu erklären vermögen, warum sie in diesem Fall den Anspruch bejahen. Denn das tun letztlich trotzdem alle. Gut, dann machen wir mal weiter hier im Text und kommen nochmal zur Forderungsfindung. Wo sind wir jetzt? Wir sind bei der Verschreckung wegen Geldforderung in körperlichen Sachen. Das heißt, ich springe hier nochmal in die Grundübersicht, die wir am Anfang durchgegangen sind. Also wir sind bei der Verschreckung wegen Geldforderung in körperliche Sachen, in Forderung. Das heißt, Beispiel, ich erwirke ein Urteil gegen dich, du zahlst nicht. Und jetzt geht es an die Verschreckung und du hast nichts Wertvolles zu Hause, aber ich weiß, dass du eine Forderung gegen Dritten hast, gegen Kumpel. Und die möchte ich gerne pfänden lassen. Das geht durch Pfändungs- und Überweisungsbeschluss. Das heißt, ich gehe zum Amtsgericht und erwirke einen Pfändungs- und Überweisungsbeschluss. Dann überweist das Gericht die Forderung sozusagen an mich, sagt, jetzt so kannst du losgehen zu dem Kumpel. Dann gehe ich zu dem Kumpel, zeige dem Pfändungs- und Überweisungsbeschluss und sage, bitte an mich zahlen, wenn ich das Geld bekommen habe, alles gut. Nehmen wir aber nochmal einen Standardfall und zwar mit einem Sparbuch. Das heißt, nehmen wir mal an, ich habe eine Forderung gegen dich und du hast ein Sparbuch und ich möchte gern an die dort abgebildete Forderung ran. Das heißt, ein Sparbuch ist keine körperliche Sache, sondern ist einfach nur ein Dokument über eine Forderung. Das heißt, man findet ein Sparbuch nicht, indem man einen Gerichtsvollzieher vorbeischickt, sondern indem man die Forderung findet und dann bekommt man gewissermaßen von selbst das Sparbuch. Für Genießer das Recht am Papier folgt dem Recht aus dem Papier und nicht umgekehrt. § 952 Absatz 2 BGB regelt diesen Gedanken. Das heißt also, ich kann nicht einfach in das Sparbuch vollstrecken, indem ich Gerichtsvollzieher losschicke. Das muss also durch Pfändungsüberweisungsbeschluss passieren. Das heißt, im Grunde stecken da zwei Dinge drin. Also erstmal ein Pfändungsbeschluss. Das heißt, das Gericht sagt, Freeze zu dir und zur Bank. Das heißt, du darfst nicht mehr Geld abheben, also die Forderung einziehen. Du darfst die Forderung übrigens auch nicht abtreten. Und die Bank darf übrigens das Geld nicht an dich auszahlen. Das heißt also insofern wird zu allen Beteiligten gesagt, so jetzt reicht's. Hier wird nichts mehr passieren. Also Arrestatorium und Inhibitorium oder ins Englische übersetzt Freeze. Die Forderung wird also eingefroren, damit nichts mehr mit dieser Forderung passieren kann, weder von der einen noch von der anderen Seite. Und dieser Pfändungsbeschluss wird wirksam mit der Zustimmung an den Drittschuldner. Das heißt, Drittschuldner ist hier die Bank. Also du bist ja mein Schuldner, wenn wir dich mal hier als A nehmen. Dann ist die Bank dein Schuldner. Das heißt, die Bank ist im Verhältnis zu mir Drittschuldner. Das heißt, ich muss bewirken, dass der Pfändungs- und Überweisungsbeschluss der Bank zugestellt wird. Dann haben wir also den Pfändungs- und Überweisungsbeschluss. Und dann muss diese Forderung in diesem eingefrorenen Zustand noch auf mich überwiesen werden. Das ist dann der Überweisungsbeschluss. Das passiert aber normalerweise in einer Urkunde, also Pfändungs- und Überweisungsbeschluss, für Genießer PFIP auch genannt. Und das kann in zweierlei Hinsicht passieren. Da kann drinstehen, dass mir die Forderung an Zahlung statt überwiesen wird. Das ist dann ein Fall des gesetzlichen Forderungsübergangs. Das macht aber keiner, weil das nämlich ein recht hohes Risiko ist. Dann wäre sozusagen damit der Drops gelutscht. Und wenn ich dann zur Bank gehe und da ist kein Geld, also die Bank kann nicht zahlen, ist insolvent oder was auch immer, dann trage ich das Risiko. Ich kann nicht nochmal zurück zu dir gehen und sagen, das war ja wohl nichts. Was alle aber machen, ist zur Einziehung. Das ist dann erfüllungshalber 364 Absatz 2 für Genießer. Das heißt, dann kann ich zur Bank gehen und wenn da nichts ist oder die Bank nicht kann oder was auch immer, dann kann ich zurück zu dir gehen und sagen, das war ja wohl nichts und dann wieder neu vollstrecken in eine andere Forderung oder in den Schrank oder was auch immer. Das heißt, es ergeht ein Pfändungsüberweisungsbeschluss, wo die Forderung letztlich zur Einziehung überwiesen wird. Wenn wir diesen Klassiker mal weiterspinnen, wie geht es dann weiter? Dann habe ich jetzt die Forderung überwiesen bekommen. Um das Geld aber abzuheben, brauche ich ja normalerweise das Sparbuch, weil die Bank ohne Sparbuch nicht auszahlt. Jetzt ist es so, das Recht am Papier folgt dem Recht aus dem Papier. Ich bin also eigentlich Eigentümer des Sparbuchs. Das heißt, wenn ich die Forderung habe, bin ich auch Eigentümer. Wenn du aber das Sparbuch noch bei dir haben solltest, müsste ich eigentlich nach § 985 BGB die Herausgabe beanspruchen und gegebenenfalls auf Herausgabe klagen. Und zwei Jahre später habe ich dann das Sparbuch. Das ist natürlich witzlos. Und deshalb sagt 883, steht in 83 folgende ZPO bis 86 Absatz
Verzeihung, 836 Absatz 3 Satz 1 sagt mit anderen Worten, dass diese Übertragung der Forderung zugleich auch Titelfunktion hat in Bezug auf die Herausgabeforderung. Ich muss also nicht nochmal auf Herausgabe klagen und ein Urteil erwirken bezüglich der Herausgabe des Sparbuchs. Das habe ich schon sagen mit im Paket drin und kann dann gleich übergehen zur Vollstreckung wegen Herausgabe nach 883 folgende ZPO. So rum wird also ein Schuh draus. Das heißt, ich muss nicht zweimal klagen, das hat man schon geahnt, sondern kann gleich auch die Herausgabe des Sparbuchs mit vollstrecken auf Basis dessen, was ich hier bezüglich der Forderung schon erwirkt habe. Gut, und wenn ich jetzt zur Bank gehe und die Bank sagt, ich zahle nicht, dann muss ich natürlich nochmal das Geld irgendwie bekommen und das fliegt nicht automatisch in mein Portemonnaie. Also ich habe ja jetzt nur die Forderung, die du gegen die Bank hast, übertragen bekommen und wenn die Bank sich weigert, dann muss ich die Bank noch verklagen auf Zahlung und gegebenenfalls muss ich aber vorher oder kann ich vorher noch fragen, ob die Bank bereit, also die Forderung anerkennt und bereit ist zu zahlen. Wenn die Bank mir diesbezüglich keine Auskünfte gibt und ich dann Leistungsklage erhebe und im Ergebnis da nichts zu holen ist, dann schuldet mir die Bank Schadensersatz, also 840 Absatz 2 Satz 2 ZPO, wenn also diese Auskunftsobliegenheit nicht erfüllt wird. Gut, das heißt, soweit zur Vollstreckung wegen Geld von körperlichen Sachen und das mal bezogen auf den Sonderfall des Sparbuchs, der letztlich nur eine verbriefte Forderung ist, läuft natürlich auch ganz normal so, wenn man eine normale Forderung hat, ohne dass es ein Sparbuch gibt. Gut, dann hatten wir noch das Problem Vollstreckung in ein Anwartschaftsrecht. Da waren wir bei der Vollstreckung wegen Geldforderung in sonstige Rechte, denn das Anwartschaftsrecht ist nur eine Rechtsposition und ja keine Forderung. Und § 857 ZPO sagt, dass die Vollstreckung in sonstige Rechte genauso läuft wie die Vollstreckung in Forderung. Das heißt durch Pfändungsüberweisungsbeschluss, das passt aber beim Anwartschaftsrecht nicht ganz, wie wir jetzt gleich sehen werden. Nehmen wir also mal folgenden Fall. Der V verkauft K unter Eigentumsvorbehalt ein Auto. Und übereignet es auch, und dann wissen wir, dann ist die Übereignung aufschieben bedingt bis zur vollständigen Kaufpreiszahlung. K zahlt brav ein paar Raten, ist aber noch nicht ganz durch und dann hat er noch nicht das Eigentum erworben, denn erst wenn er die letzte Rate gezahlt hat, sagt es pling und die dingliche Übereignung ist wirksam. So funktioniert sozusagen der Eigentumsvorbehalt. Hat er in dieser Zwischenphase, wo er schon ein bisschen was gezahlt hat, nichts? Nein, hat er nicht. Er hat das Eigentum auch nicht, er hat ein bisschen was dazwischen, nämlich das Anwartschaftsrecht, also eine gesicherte Erwerbsposition, wenn er jetzt brav weiterzahlt, dass dann eben er dann irgendwann mal Eigentümer wird. Und wenn jetzt in dieser Phase der Gläubiger gegen den K eine Forderung hat und auch ein Urteil erwirkt und jetzt vollstrecken möchte, dann kann er natürlich noch nicht in das Eigentum vollstrecken, weil K noch gar nicht Eigentümer ist, aber vielleicht kann er in diese Vorstufe des Eigentums vollstrecken in das Anwartschaftsrecht. Und da gibt es drei Auffassungen. Andere Ansicht ist die Theorie der reinen Sachpfändung. Das heißt, dass ein Kuckuck beim Auto draufgeklebt wird und so weiter. Also wegen Geldforderung in körperliche Sachen. Denn das Anwartschaftsrecht ist das wesensgleiche Minus zum Vollrecht. Das sind Dinge, die du vielleicht aus dem materiellen Sachenrecht kennst. Das heißt, dann muss auch die Vollstreckung genauso laufen. Dann die Theorie der reinen Rechtsfindung sagt, ja, aber das Anwartschaftsrecht ist der Sache nach eigentlich nur eine Erwerbsposition und deshalb läuft das glatt nach 857, 828 ZPO, also durch Pfändungsüberweisungsbeschluss. Das heißt, man klebt keinen Kuckuck drauf, also keine Vollstreckung wegen Geldforderung und körperliche Sachen, sondern es wird die Forderung gefunden durch Pfändungsüberweisungsbeschluss. Die Herrschmeinung kombiniert diese beiden Ansätze und sagt, alles muss vorliegen. Das ist die Theorie der Doppelpfändung. Das heißt, es muss sowohl eine Pfändung der beweglichen Sache stattfinden durch Anbringung eines Pfandsiegels, also kurz durch Anbringung des Kuckucks, als auch ein Pfändungsüberweisungsbeschluss ergehen, denn wenn einfach nur die Sache gepfändet würde, dann gibt es ja, wie wir gleich auch nochmal sehen werden, die sogenannte Drittwiderspruchsklage, dann kann der Eigentümer kommen und intervenieren. Das heißt, würde man nur nach der Sachpfändung gehen, also wegen Geldforderung in körperliche Sachen vollstrecken, dann würde jedes Mal der noch Eigentümer, nämlich der Verkäufer, nach 771 diese Vollstreckung stören können. Und deshalb passt es mit der reinen Sachpfändung soweit nicht. Umgekehrt, wenn man nur eine Rechtspfändung nehme, also Pfändungsüberweisungsbeschluss, dann sähe man dem Auto ja gar nicht an, dass das Auto gepfändet wird. Das heißt, wir haben keinen Publizitätsakt. Das aber ist wichtig, damit da irgendwie nicht Schindluder getrieben wird. Und deshalb brauchen wir auch diesen Publizitätsakt. Wir brauchen also beides und deshalb die Theorie der Doppelpfändung. Gut. Ja, wir kommen zum
letzten Kapitel, allerdings auch sehr beliebt im Zwangsvollstreckungsrecht, den Rechtsschutz in der Zwangsvollstreckung. Das heißt, einmal kurz durchatmen, den materiellen Teil haben wir sozusagen abgeschlossen und haben jetzt noch den Rechtsschutz jeweils vor uns. Das heißt, einmal kurz durchatmen und dann, wie gesagt, gehen wir jetzt gleich weiter im Text. Wir kommen jetzt zum Rechtsschutz im Zwangsvollstreckungsrecht. Das heißt, wenn ich einen Gerichtsvollzieher bei dir vorbeischicke und der kommt nachts und stört dich, dann wirst du sagen, so ja nicht. Das heißt, es stellt sich die Frage, was kann man tun, wenn es nicht so läuft, wie es eigentlich laufen soll? Also welche Rechtsschutzmöglichkeiten hat insbesondere der Vollstreckungsschuldner, vielleicht aber auch Dritte, die irgendwie unglücklich sind, wenn zum Beispiel in ein Auto vollstreckt wird, das einem Dritten gehört, dann will der Dritte natürlich auch irgendwas unternehmen können. Das heißt, gucken wir erstmal im Überblick, was es da so gibt. Also insgesamt gibt es eine ganze Menge Rechtsschutzmöglichkeiten, die im ersten Examen aber uninteressant sind. Also insgesamt gibt es nur 4, 5 Rechtsschutzverfahren, die du kennen solltest, die dann den Einstieg in die zwangsvollstreckungsrechtliche Klausur auch bilden können. Nämlich die Erinnerung, die Vollstreckungsabwehrklage, die Drittwiderspruchsklage, die sofortige Beschwerde und die Klage auf vorzugsweise Befriedigung. Beginnen wir mit der Erinnerung, § 766 ZPO. Gehen wir natürlich gleich nochmal im Detail durch, aber erstmal zur Charakterisierung. Die Erinnerung betrifft formelle Einwendungen gegen die Vollstreckungsmaßnahme, dass man sagt, ich verstehe ja, dass ihr vollstrecken müsst, aber warum kommt ihr nachts? Es betrifft also die Art und Weise der Vollstreckung. Dagegen geht man im Wege der Erinnerung vor. Vollstreckungsabwehrklage, auch Vollstreckungsgegenklage genannt, § 767 ZPO. Da geht es um materielle Einwendungen gegen den titulierten Anspruch. Das heißt, du sagst, ich verstehe gar nicht, warum ihr vollstreckt, ich habe doch schon längst erfüllt. Das heißt, du machst Einwendungen geltend gegen den im Urteil festgestellten Anspruch, sagst, der ist doch gar nicht mehr da und deshalb darf auch nicht mehr vollstreckt werden. Die Drittwiderspruchsklage, 771 ZPO, ist dadurch gekennzeichnet, dass der Kläger ein die Veräußerung hindernes Recht behauptet, also typischerweise das Eigentum. Das war der Fall, du leihst ein Fahrrad vom Kumpel, ich vollstrecke bei dir und vollstrecke in das Fahrrad, dann darf der Kumpel, wie wir wissen, nicht einfach nur rumhüpfen und sagen, meins, denn der Gerichtsvollzieher prüft ja nur die Gewahrsamslage, aber er kann klagen, und muss auch klagen, wenn er sein Eigentum retten möchte. Das wäre die Drittwiderspruchsklage. Dann die sofortige Beschwerde, da geht es auch um formelle Einwendung, genauso wie bei der Erinnerung, aber gegen Entscheidungen, also nicht gegen Maßnahmen. Das heißt, wenn der Gerichtsvollzieher tätig wird, dann sind wir typischerweise bei der Maßnahme, wenn es aber schon eine gerichtliche Entscheidung ist, gegen die man dann ihrerseits nochmal vorgehen möchte, dann wäre es eine sofortige Beschwerde, zum Beispiel gegen die Erinnerung, die das oder den Beschluss, den das Gericht in Bezug auf die Erinnerung getroffen hat. Das heißt, da sind wir meistens schon irgendwie in der zweiten Instanz. Dann gibt es noch die Klage auf vorzugsweise Befriedigung, die betrifft im Wesentlichen Pfandrechte und ist geregelt in § 805 ZPO. Das heißt, wenn jemand ein Pfandrecht an dem Gegenstand hat, in den vollstreckt wird, dann muss er auch etwas tun können. Aber nach § 805 ZPO kann er nicht so viel tun wie in den anderen Fällen. Das heißt, während die Erinnerung, die Vollstreckungsabwehrklage, Drittwiderspruchsklage und sofortige Beschwerde darauf gerichtet sind, dass der Antragsteller oder Kläger die Zwangsvollstreckung für unzulässig erklärt, also die Zwangsvollstreckung stoppt, also interveniert, ist es bei der Klage auf vorzugsweise Befriedigung nur so, dass man sagen kann, okay, ich kann zwar nicht verhindern, dass vollstreckt wird, aber ich möchte als Erster aus dem erzielten Versteigerungserlös befriedigt werden. Das heißt, während alle anderen sagen, die Zwangsvollstreckung im Ergebnis unzulässig werden lassen, wenn sie erfolgreich sind, führt die Klage auf vorzugsweise Befriedigung nur dazu, dass die Vollstreckung weitergeführt wird, aber man als Erster sozusagen das Geld bekommt aus dem, was da entstanden ist. Gut, gucken wir uns nochmal die Erinnerung an. Das heißt nochmal der Fall. Ich habe ein Urteil gegen dich, schicke einen Gerichtsvollzieher los und der kommt nachts vorbei. Oder er schnappt sich den Traktor auf dem landwirtschaftlichen Grundstück. Das war ja der Fall, den wir auch schon mal als Beispiel hatten. Und du sagst so nicht und gehst zu Gericht und legst in diesem Beispielsfall dann Erinnerung ein, denn du machst eine formelle Einwendung geltend. Du sagst also nicht nachts oder hier wurde irgendwie das Verfahren nicht beachtet, denn es wurde verkannt, dass es ein Zubehörstück im Haftungsverband der Hypothek ist. Das heißt, du musst einfach nur Piep sagen und irgendwelche Dinge in Bezug auf die Vollstreckung beanstanden und schon ist die Erinnerung statthaft. Ob tatsächlich diese Einwendung besteht, das prüft man natürlich dann erst in der Begründung. Hier geht es nur um die Zielrichtung. Und zuständig ist das Amtsgericht, in dessen Gerichtsbezirk die Zwangsvollstreckung stattfindet und zwar ausschließlich zuständig, also 766 Absatz 1, 764 802 ZPO.
Und es müssen die allgemeinen Verfahrensvoraussetzungen vorliegen, also insbesondere auch das Rechtsschutzbedürfnis, das dann gegeben ist, wenn die Zwangsvollstreckung zumindest schon begonnen hat und noch nicht abgeschlossen ist. Und beginnen tut die Zwangsvollstreckung normalerweise mit der Erteilung des Auftrages an den Gerichtsvollzieher und enden tut die Zwangsvollstreckung mit der Auskehr des Erlöses, nachdem zwangsversteigert wurde. Deshalb hat man das Ganze da gemacht, dann ist Happy End. Und in der ganzen Phase, wenn irgendetwas schiefläuft, darf man Erinnerungen einlegen. Dann die Begründetheit der Erinnerung. Die Erinnerung ist begründet, wenn formelle Einwendungen gegen die Vollstreckungsmaßnahme bestehen. Das heißt, also hier prüft man, ob die Vollstreckung in Ordnung war oder anders formuliert, ob die Vollstreckung rechtmäßig war. Und ich erinnere an das Prüfungsschema, Rechtmäßigkeit der Zwangsvollstreckung. Das hat sozusagen sein natürliches Zuhause in der Begründetheit einer Erinnerung. Das heißt, du würdest jetzt eine Begründetheit der Erinnerung prüfen, Antrag, Zuständigkeit des Vollstreckungsorgans, allgemeine Vollstreckungsvoraussetzungen, nämlich Titelklausel, Zustimmung, eventuell besondere Vollstreckungsvoraussetzungen, keine Vollstreckungshindernisse und insbesondere natürlich die ordnungsgemäße Durchführung. Gut, dann, wenn die Erinnerung Erfolg hat, dann wird das Gericht die Zwangsvollstreckung für unzulässig erklären und diese gerichtliche Entscheidung begründet dann ein Vollstreckungshindernis nach 775 Nummer 1 ZPO. Würde jetzt der Gerichtsvollzieher trotz dieser Entscheidung weitermachen, ja, dann wäre nunmehr zumindest die Vollstreckung rechtswidrig. Gut, kommen wir nochmal zur Vollstreckungsabwehrklage. Das heißt, wenn ich ein Urteil gegen dich erwirke, weil du mir noch Geld schuldest, den Gerichtsvollzieher losschicke und du hast zwischenzeitlich aber an mich das Geld überwiesen und der Gerichtsvollzieher macht aber trotzdem weiter, obwohl du ihm das erzählst, dann kannst du eventuell Vollstreckungsabwehrklage erheben. Statthaftigkeit, jetzt muss es um materielle Einwendung gegen den stipulierten Anspruch gehen. Also ich hatte ja eine Forderung und du hast gesagt, ich habe erfüllt, das ist eine materielle Einwendung, nämlich der Erfüllungseinwand aufgrund des 362 BGB. Das Gleiche würde auch für die Aufrechnung oder Ähnliches gelten, also immer dann, wenn sagen, der Anspruch dadurch nicht durchgesetzt oder erfüllt oder nicht mehr besteht, dann wären wir bei der Statthaftigkeit. Dann die Zuständigkeit. Die Vollstreckungsabwehrklage erhebt man bei dem Prozessgericht des ersten Rechtszuges, also dort, wo der Titel produziert wurde. Die allgemeinen Verfahrensvoraussetzungen, Rechtsschutzbedürfnis, Zwangsvollstreckung begonnen, aber noch nicht abgeschlossen. Dann die Begründetheit und da prüft man dann, ob materielle Einwendungen bestehen, also ob tatsächlich erfüllt wurde, ob aufgerechnet wurde und so weiter. Das heißt, darauf konzentriert sich dann die Prüfung, sofern diese Einwendungen nicht präkludiert sind. Denn man muss sich natürlich schon fragen, warum kommst du jetzt erst damit? Warum nicht schon damals, als ich dich verklagt habe, wenn damals schon die Möglichkeit bestand, sich auf Erfüllung zu berufen, weil du schon längst erfüllt hattest, aber du hast dich im Prozess nicht darauf berufen, hast gesagt, ja, das erzähle ich dem Gericht nicht, dann wird das Gericht jetzt sagen, ja, aber damit bist du jetzt zu spät. Das hättest du damals sagen können, wenn es so war. Bist also präkludiert. Bisschen problematisch ist das bei den Gestaltungsrechten, also Aufrechnung, Widerruf, Rücktritt, Anfechtung, also insbesondere bei der Aufrechnung aber, denn da kann man ja abstellen auf die Aufrechnungslage und sagen, ja, wenn du damals schon die Möglichkeit gehabt hättest, aufzurechnen und nur die Aufrechnung nicht erklärt hast, selber schuld. Oder man kann abstellen auf die Aufrechnungserklärung, dass dann sozusagen erst alles zusammenkommt und dann würde es jetzt noch in Ordnung sein, wenn man jetzt erst die Aufrechnung erklärt. Das heißt, das wird unterschiedlich gesehen. Teilweise wird auf die Aufrechnungslage abgestellt und sagt, wenn man damals schon die Möglichkeit gehabt hätte, die Aufrechnung zu erklären, dann ist es hier ausgeschlossen. Andere sagen, nein, nur dann, wenn seinerzeit auch die Erklärung stattgefunden hat, beziehungsweise stattfinden können, dann ist es hier ausgeschlossen. Das heißt also, insofern muss man gucken, ob man auf die Lage oder die Erklärung insoweit abstellt. Wenn aber das durchgeht, dann begründet auch die Vollstreckungsabwehrklage ein Vollstreckungshindernis. Das heißt, wenn der Gerichtsvollzieher nach dieser Entscheidung, in der die Zwangsvollstreckung für unzulässig erklärt wird, weitermacht, dann ist das rechtswidrig. Gut. Dann kommen wir nochmal zur Drittwiderspruchsklage. Das war der Fall, der E leiht dem S ein Auto, der G, der einen Titel gegen S hat, erwirkt die Zwangsvollstreckung und der Gerichtsvollzieher vollstreckt in das Auto. Rumhüpfen und sagen, meins zählt nicht, denn der Gerichtsvollzieher prüft ja nicht die Eigentumslage. Der E muss also hochritualisiert im Klagewege jetzt sein Eigentum Geld machen. Pech gehabt, wenn man Dinge verleiht, dann werden die manchmal verschenkt, kaputt gemacht oder auch zum Gegenstand einer Vollstreckung gemacht. Das heißt, so muss es dann sein und in der Zulässigkeit, bei der Statthaftigkeit, die wir hier wieder zunächst prüfen, klären wir, ob dem Kläger oder ob der Kläger ein die Veräußerung hindernis Recht behauptet und damit ist das Eigentum vornehmlich gemeint.
Das heißt, wenn der E sagt, ich bin Eigentümer, dann behauptet er zumindest ein die Veräußerung hin ins Recht, aber es hat, klären wir natürlich dann erst in der Begründetheit. Das kann dann problematisch sein, wenn der E nur Vorbehalts- oder Sicherungseigentum hat, ob das auch zählt. Und das können wir mal aufgreifen. Das heißt, wenn der E zum Beispiel dem S ein Darlehen gibt und S sein Auto zur Sicherheit an E übereignet, und wir wissen, bei der Sicherungsübereignung behält der Schuldner den Besitz an der, den unmittelbaren Besitz an der Sache, und jetzt vollstreckt G bei S und jetzt erhebt E Drittwiderspruchsklagefrage, zählt das auch? Eine andere Ansicht sagt, wenn E nicht normaler Eigentümer ist, sondern nur Sicherungseigentümer, dann ist das ein Fall von 805 ZPO, denn im Grunde ist das wie eine Art Pfandrecht, das da gewährt wird, nur eben besitzlos. Das heißt, bei wirtschaftlicher Betrachtungsweise sind wir bei 805, also bei der Klage auf vorzugsweise Befriedigung. Die Herrschmann sagt aber, Eigentum ist Eigentum. Es ist egal, ob es da noch einen Vertrag gibt, wo drinsteht, dass man das Eigentum zurückübertragen muss, sobald das Darlehen getilgt ist oder ähnliches. Das heißt also, insofern wird dieser Fall letztlich nach dem Abstraktionsprinzip gelöst und gesagt, Eigentum ist Eigentum und deshalb also auch bei bloßem Sicherungseigentum Drittwiderspruchsklage. Gut, so oder so. Die Zuständigkeit örtlich nach 771 802 ZPO, sachlich nach dem Streitwert 23 71 GVG. Allgemeine Verfahrensvoraussetzung wie immer, das Rechtsschutzbedürfnis, Zwangsverschuldung begonnen, aber noch nicht abgeschlossen. Und in der Begründung prüfen wir jetzt, ob dem Kläger wirklich an die Veräußerung des Rechts zusteht und ob irgendwelche Einwendungen bestehen. Das heißt, hier prüft man in der Sache dann, ob der E-Eigentümer ist, es verloren hat und so weiter. Im Grunde ist das auch ein beliebter Einstieg für eine sachenrechtliche Klausur. Das heißt, der Prüfer sagt, Mensch, will ich heute Sachenrecht im Rahmen des 985 prüfen lassen oder heute mal im Rahmen von 771? Also hier muss man ähnlich wie bei Prüfungspunkt Eigentum im Rahmen des 985 chronologisch dann schlimmstenfalls die Eigentumslage mal durchprüfen. Keine Einwendung, das wäre insbesondere der soeben geschilderte Fall, wenn es rechtsmissbräuchlich ist, dass sich der Dritte auf die Eigentumslage beruft. Das wäre zum Beispiel beim Sicherungseigentum der Fall. Das heißt, wenn S noch einmal bei E ein Darlehen aufnimmt und dem E zur Sicherheit ein Auto übereignet, das Auto aber behält, jetzt aber schon das Darlehen zurückgezahlt hat, dann ist der E normalerweise verpflichtet, schuldrechtlich das Eigentum zurückzuübertragen, weil es gar keinen Grund mehr gibt, dass er das Eigentum hat. Von selbst fällt das Eigentum aber nicht zurück. Also diese Rückübertragungsklausel ist nur schuldrechtlich. Das heißt, E ist formal gesehen noch Eigentümer, ist aber schon längst verpflichtet, das zurückzuweigern. Und jetzt vollstreckt bei G bei S und E macht den großen Zampano und sagt, ich bin Eigentümer, tritt Widerspruchsklage. Dann wird man sagen, Ball flach halten, E. Ja, du bist der Eigentümer, aber eigentlich bist du schon längst verpflichtet, das Eigentum zurückzuübertragen. Das ist nicht die feine englische Art und nicht die feine englische Art auf Latein. Dolo agit qui petit quod statim redituros est. Böse handelt, wer herausverlangt oder auf eine Position pocht, die er selbst alsbald preiszugeben verpflichtet ist, so wie hier der E. Das heißt, in der Begründetheit würden wir sagen, okay, er hat ein die Veräußerung des Rechts, er ist Eigentümer, das lässt sich nicht leugnen. Selbst nach Rückzahlung ist er immer noch Eigentümer, weil Abstraktionsprinzip diese schuldrechtliche Zahlung keinen Einfluss hat auf die Rechtslage. Aber seinem Eigentum steht die Dolo agit Anrede entgegen und deshalb kann er nicht mit Erfolg Drittwiderspruchsklage erheben. Er muss sich sozusagen dem ergeben, dass der G bei S in diesem Gegenstand vollstreckt. Gut. Die sofortige Beschwerde ist nicht ganz so interessant, die überspringe ich mal. Da geht es wiederum um formelle Einwendungen, aber gegen Entscheidung, das heißt also nächster Instanz, also nicht, wenn der Gerichtsvollzieher gehandelt hat. Und Klage auf vorzugsweise Befriedigung ist auch nicht so spannend, ist meistens nur der Sparringspartner bei 771, wenn es um Sicherungseigentum geht oder nicht, dann sagt man vielleicht 805, aber doch nein, rechtliche Betrachtungsweise, so wie wir es gerade gemacht haben. Aber vielleicht der Vollständigkeit halber Statthaftigkeit, wenn der Dritte, also wiederum geht es nicht um den Vollstreckung Schuldner, sondern der Dritte sagt, ich habe ein Pfandrecht an diesem Gegenstand, dann kann er also Klage auf vorzugsweise Befriedigung erheben bei dem örtlich und sachlich zuständigen Gericht. Also die Prüfungspunkte sind alle gleich. Und in der Begründung würde man prüfen, ob er tatsächlich ein solches Pfandrecht hat. Und da gibt es gesetzliche besitzlose Pfandrechte, wie zum Beispiel das Vermieterpfandrecht, oder gesetzliche Besitzpfandrechte wie das Werkunternehmerpfandrecht oder rechtsgeschäftlich bestellte Pfandrechte. Auf alle kann er sich berufen und wenn es dann mehrere gibt, die da in der Umlaufbahn sind, dann muss er auch der Erste gewesen sein, also Prioritätsprinzip. Und dann kann man nur, aber immerhin, das hatten wir schon gesehen, Klage auf vorzugsweise Befriedigung heben. Das heißt, die Zwangsvollstreckung ist nicht unzulässig. Man kann also nicht intervenieren, sondern nur als Erster in der Schlange stehen, derjenigen, die befriedigt werden aus dem Erlös. Gut, das ist, sagen wir einmal, das kleine Einmaleins des Zwangsvollstreckungsrechts.
Kommt ganz gerne mal vor, das Zwangsvollstreckungsrecht, vielleicht noch häufiger als ZPO1, aber jetzt auch nicht dramatisch. Häufig auf Lücke setzen kannst du allerdings nicht. Das heißt, insofern ist das, was ich hier gerade vorgetont habe, das, was erforderlich, aber auch ausreichend ist, um im Zwangsvollstreckungsrecht 2, also im ZPO 2, also Zwangsvollstreckungsrecht, eine vernünftige Figur zu machen. Noch einmal, alles, was ich hier erzählt habe, kannst du auch abrufen, indem du ein 10-Tages-Paket unter info@jura-online.de anforderst. Dann kommst du auf die Plattform, also siehst all die Schaubilder, die ich jetzt gerade eingesetzt habe, nochmal und hast sogar noch ein paar extra Fälle dazu. Das Paket kostet nichts und verlängert sich auch nichts und so weiter, also es droht kein Unheil. Genau, also das ist der eine Hinweis. Der zweite Hinweis ist, dass du natürlich auch Fragen stellen kannst unter info@jura-online.de und die Fragen beantwortet dann alle im Nachgang dieses Webinars. Gut, dann hoffe ich, dass du ausreichend instruiert bist. Dann ist nämlich meine Mission an dieser Stelle wieder mal erfüllt. Ich drücke dir für alle deine Vorhaben die Daumen und vielleicht bis demnächst. Bis dann. Tschüss.